So, hallo, eigentlich wollte ich heute gar nicht aufnehmen, aber jetzt habe ich dann doch ein bisschen Motivation gefunden. Insofern, let's go. Aber irgendwie, ja, es ist schon wieder so ein bisschen die Luft raus, ne? Man braucht halt neue Varianten. Das Ding ist allerdings, es ist jetzt tatsächlich auch wieder hier eine neue Variante, die habe ich vorhin in Discord gesehen. Die hat, ich weiß jetzt nicht, oh, wer hat die gepostet? Lass mich kurz nachgucken. Robchu hat, nee, Robchu nicht. Xehan hat die gepostet. Genau, Xehan hat die gepostet. Robchu hat ja nur einmal das auch gespielt. Und zwar Quintessential heißt das Ganze. Ihr seht gerade schon die Erklärung dafür. Ja. Also gucken wir einfach mal, was passiert, ne? Versuche jedes der fünf waagrechten Wörter richtig zu schreiben. Klick, tippe, ziehe zwei Buchstaben, um sie zu vertauschen. Okay. Und wenn man hier in die Optionen nämlich geht, also Thema ist scheinbar VIP, I don't know. Und wenn man jetzt hier in die Optionen geht, dann hat man hier Sprache Englisch oder Deutsch. Ich klicke jetzt mal kurz auf Deutsch. Und guck mal, was passiert. Aber ich meine, das bleibt doch hier dann so. Also da ändert sich doch nichts. Und das war ja eh auf Deutsch. Also ich habe es nicht ganz verstanden. Was auch Zeit sein soll, weiß ich auch nicht. Also es ergibt für mich. Ach, da unten läuft jetzt eine. Ja, wow. Weil ich das vor Ewigkeiten geöffnet habe, habe ich jetzt hier. Ja, also keine Ahnung. Ich mache wieder auf Englisch, ich mache Zeit raus und dann. Huch. Und dann ist gut. Ah, hat es jetzt umgestellt? Warte mal. Nee, ist doch das gleiche. EIDGJHADOU. Wenn ich jetzt auf Englisch mache. HADOU, EIDG, oh, keine Ahnung. Okay, wurscht. Gut, also das C ist hier an der richtigen Stelle, also muss ich das nicht weiter verschieben. Also alles, was grün ist, muss ich nicht weiter verschieben. E ist im richtigen Wort. E ist im richtigen Wort, aber nicht an der richtigen Stelle. Und alles andere ist Quatsch bisher. Also haben wir hier unten das, was am B ist wahrscheinlich zu bauen ist. Arn. Okay, Arn. Thema VIP. Was kann zwischen R und N denn stehen? Ein I könnte da noch hin. Dari, Arin? Farin! Gibt es ein F? Gibt es ein F irgendwo? Es gibt ein F, aber das F ist schon fest. Also das ist dann nicht der Fall. Aber ich wette, das ist ein I hier unten. Ich tausche mal das I mit dem E. Okay. Ist kein Arin. Arlen? Gibt es Arlen? R-O oder Y? Erwin? Erin? Also wenn es jetzt irgendwelche Promis sind, die ich nicht kenne, ja, dann ist es halt blöd. Aber interessant, dass das da zwei Es schon mal wieder gibt in dem anderen. Aber das E ist nicht dort. Also kommen wir da als Promis raus oder was genau heißt VIP? Was für Art von Wörtern sollen das jetzt sein? Naja, wir werden sehen. Was könnte da noch sein? Aaron? Oh, Aaron könnte da noch sein. Maron? Garon? Baron? Ein Baron ist jemand Wichtiges. Ein Baron ist ein VIP. Ich probiere es mal mit O. O passt. Baron? Baron. Okay. Nice. So, jetzt haben wir hier das I und das. Das I ist noch nicht richtig, aber das F und das C ist richtig. Dann würde ich doch fast sagen, nach dem C kommt ein H. Jawohl. Oh, und da hat es das M auch an die richtige Stelle geschoben. Okay. Nachdem das I hier nicht richtig ist, muss das I hier rüber. Chief. Der Chief. So, dann packen wir mal. Jetzt müsste man halt schon überlegen, aber. Ach so, wo. Naja, dieses E passt hier ja. Also verschiebe ich mal das L hier hoch. So. Chief.
Der Mayor. Okay, ich glaube, so langsam kapiere ich's. Der Bürgermeister ist auch ein VIP. Okay. So. Hier oben haben wir dann den Judge. Überlege nur gerade, ob ich es irgendwie schneller... Aber nee, ich... Ja, jetzt muss ich halt die zwei noch vertauschen. Und den Elder. Okay. Nice. Okay, also das können wir gerne mit einbauen ab jetzt. Das ist was, was ganz nett ist, auf jeden Fall. Okay. Das ist halt, was ich meine, so mit... Man braucht so ein bisschen Varianten. Na, was ich gerne spiele, ist Nurdle. Das ist definitiv was, was ich gerne spiele. Weil man da am ehesten strategisch denken kann. Ja. Aber ansonsten, ja, mein Gott. Aber ansonsten ist es halt jetzt nicht so. Also ich muss halt... Er ist nicht 70, es ist 80 übrigens. Delete 80. Zack. Okay, es kommt eine zweistellige Zahl raus. Es gibt keinen Plus. Es gibt die 4, 6 und die 8. Gut. Und zweistellig. Das ist wieder interessant. Na gut, es könnte irgendwas mit Minusen sein. Also keine Ahnung, so 86 minus... Was weiß ich, 44... Nee, weil 2 ist nicht dabei. Minus 41. Nee, weil 5 ist nicht dabei. Minus 43. Mein Gott. Wäre dann jetzt halt gleich... Ja, lol, 43. Oh, okay, das war zwar jetzt nicht absichtlich, aber okay. Ja, wäre erstmal akzeptiert so. Ne? Könnte man so bauen. Hm, kein Minus. Aber zweimal die 4 ist auf jeden Fall, die 3 ist auch am Start. Keine zweite 3 allerdings. Wir haben fast alle Zahlen schon. Das ist verrückt. Fast alle Zahlen, aber noch nicht das richtige Rechenzeichen. Was ist das denn? Ach Gott, ach Gott. Aber mit Mal wird es dann ja auch schwierig. Also eine dreistellige Zahl malen mit einer einstelligen wäre ja schon nicht mehr zweistellig. Ich meine, man könnte vielleicht sowas machen wie, was weiß ich... 8, ah nee, 8 darf da ja nicht stehen. 6 mal... Wow, warum denn immer doppelt? 6 mal 4... mal... Ja, aber das, nee. Nee, so kann es nicht funktionieren. Soll es dann mit geteilt funktionieren irgendwie, dass man eine relativ große Zahl hat? Also die 86. Nee, die kann ich ja nicht, die 86. Machen wir mal 68. Und das teilen wir durch irgendwas Großes? Weiß ich nicht. Geht es durch 14? Nee, das geht nicht durch 14. Aber das würde ja auch dann nichts Zweistelliges ergeben. Wie soll denn da was Zweistelliges wieder rauskommen? Vor allem, ich muss so viele Zahlen einbauen. Was zur Hölle? Oh, warte mal. Nein, muss ich gar... Ah, nee, 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 nee. Das geht sogar. Das geht fit. Pass auf. Ich kann zweimal mal einbauen. Ich nur jetzt mal als Konstruktion. Das sind jetzt nicht die Zahlen, die ich möchte. Aber nur mal so als Konstruktion. Jetzt hätte ich die 3, die 4 und die 4 drin. Und jetzt muss ich ja nur noch die 8 und die 6 einbauen. Ne? Also, so wäre es ja grundsätzlich denkbar. Nicht jetzt, von den Zahlen her, nur von der Konstellation her. Dass zweimal Mal ist, dass es einzelne Zahlen sind, die ich mit Mal verknüpfe. Okay, welche Zahl kann ich in was, wie verwenden? Was wäre denn 4 mal 6 mal 3? 4 mal 6 wäre 24.
Nee, das funktioniert schon nicht. 4 mal 3 wäre 12. 12 mal 6. Nee, das funktioniert auch nicht. 4 mal 4 wäre 16. 16. Mal 3. Nee, das wäre, ist auch noch nicht richtig. Hm. 3 mal 6 ist 18. 18 mal 4. Nee, das haut auch nicht hin. Oh, wie, welche Kombination mache ich denn? Welche Kombination ist es denn am Ende? 4 mal 8 ist 32. 32. Nee. Nee. Aber es müssten eigentlich, es müssten wirklich, es müsste dieses Mal sein. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich kann mir nichts anderes sonst vorstellen. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Wir können es ja auch mit geteilt verbinden. Ah, scheiße, wir können es auch mit geteilt verbinden. Ja, doch, das wäre möglich. Das wäre möglich, dass ich sag, was weiß ich, 8 durch 4, okay, 8 durch 4 kann ich nicht anfangen. Was weiß ich, 6 durch 3. Das wäre jetzt 2. Okay, 2 ist ein ganz schlechtes Beispiel. Aber was anderes, also 8 durch 4 kann ich dafür mit 8 durch 4 ja nicht anfangen. Hm. Nee, doch nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Also die kleinste Zahl, die ich da oben bauen kann, wäre eine 34. Ich überlege jetzt halt gerade, was die Lösung ist. Na? Und wie ich die zusammenbastel. Ich meine, die 2 ist raus. Die 2 ist raus, also es kann nichts mit einer 20 sein. Lasst mich nochmal die paar Sachen im Kopf durchgehen. Dass ich jetzt nochmal die alle miteinander multipliziere. Also 4 mal 6. Ist 24. Mal 3 ist was mit einer 2 hinten, funktioniert nicht. So. 4 mal 6 mal 8 bin ich weit drüber. 4 mal 4 ist 16. Oh, 16 mal 3 ist was mit einer 8 hinten. Und zwar... Warte. 4 mal 4 ist 16. 16 mal 3 ist 30 plus 18 ist 48. Dann habe ich aber keine 6 eingebaut. Scheiße. Muss die 6 einbauen.
Ah, ich muss die 6 einbauen. Wie kriege ich die 6 noch rein? Mist. Dreimal 6 ist 18. Mal 4 ist was mit einer 2 hinten. 18 mal 8 ist zu groß. Drei mal 4 ist 12. Zwölf mal 8 12 mal 8 ist 96, aber dann ist die zweite 4 nicht dabei. Oh. Geht auch wieder nett. Drei mal 4 mal 4 wäre 12 mal 4 wäre 48. Geht auch nicht. Alter, ich krieg die Zahl nicht unter. Irgendeine Zahl fehlt immer. Was ist denn das? 6 mal 4 ist 24. 24 mal 3 geht nicht. 24 mal 4 wäre 96. Ich krieg die, da ist die 3 jetzt wieder nicht dabei. Hä? Mal 6 ist 48, das ist eh schon zu viel. 4 mal 8 ist 32, das ist eh schon jetzt viel zu viel. Es muss das geteilt noch irgendwie mit drin vorkommen. Es geht gar nicht anders. Das geht gar nicht anders. Ich weiß noch nicht wie, aber es muss irgendwie vorkommen. Oh mein Gott, es könnte. Oh mein Gott. Es kann ganz anders sein. Es könnte eine dreistellige Zahl sein, die ich durch eine einstellige Zahl teile, die ein zweistelliges Ergebnis gibt. Oh mein Gott, das wäre auch denkbar. Scheiße. Okay, finden wir... Finden wir eine dreistellige Zahl? Die kleinste dreistellige Zahl, die oben möglich wäre, wäre 434. So, jetzt eingeteilt. Jetzt die 6 oder die 8. Oh Gott. Jetzt kann ich aber gleich ordentlich im Kopf rechnen. Oh, ich nehme gleich einen Zettel und mache das schriftlich. Also erstmal kurze Kontrolle. Durch 6 wäre die nicht teilbar, weil die Quersumme ist 11. So. Durch 8 ist die aber auch nicht teilbar, weil sie nicht durch 34 teilbar ist. Durch 400 wäre sie teilbar gewesen, aber eben dann durch 34 nicht, also nicht durch 8. Okay. 436. Die ist jetzt... immer noch nicht teilbar durch 8. Wäre die jetzt teilbar durch 6... 5 und 6, nein, 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 wäre sie nicht. Ach Quatsch, 7 und 6, aber es ist immer noch nicht teilbar durch 3, durch 6. Okay, nee. 400.
46. Jetzt hätten wir 8 plus 6 sind 14. Ne, die ist immer noch nicht durch 6 teilbar. Aber 464 wäre jetzt teilbar durch 8. Die ist jetzt teilbar durch 8. So. Und zwar kommt da jetzt raus... Oh, bitte lass es irgendwas sein, was ich zusammenbasteln kann. Es müsste jetzt halt... Ah, nee. Ah, eine Zahl. Jetzt, wenn ich das so baue, habe ich sogar eine Zahl noch offen. Ja, crazy. Also 464 durch 8 ist... 400 durch 8 ist 50. 64 durch 8... Es ist 58. Ich habe keine 5. Ich habe keine 5. Oh, die 6 darf da gar nicht stehen. Ja, stabil. Okay, es muss ja auch nicht mit 400 anfangen. Ne? Kann ja auch... 364... Aber 300 ist nicht teilbar durch 8. Das geht nicht. 300 ist nicht teilbar durch 8. Durch 6 ist das auch nicht teilbar. Okay, Kommando zurück. Oh, Leute, es ist... Es sind so viele Möglichkeiten. 344... War 400. Die ist gerade. Ah, ich darf nicht durch 6 teilen. 6 steht an der 5. Stelle, darf nicht sein. Ich meine, ich habe auch noch eine Zahl, die habe ich noch gar nicht verwendet. Ich habe auch noch die 9 zur Verfügung. Quersumme ist 18, die ist auch durch 9 teilbar. Wir teilen das Ding jetzt mal durch 9 und gucken, was rauskommt. So. Also. 450 durch 9 ist 50. Das ist wieder was mit einer 5 vorne. Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Ich glaube, ich... Ich muss es irgendwie anders bauen. Das geht so, wie ich es bisher mache, geht es nicht. Leider. Sehr zu meinem Unmut geht es nicht. Es muss doch möglich sein, irgendeine Teilung zu finden, die funktioniert. Also. Wenn ich es durch 4 teile. Wenn ich durch 4 teilen würde, müsste die Zahl... Okay, was ist 344? Ups. Durch 4. Ah, die 4 darf... Ach, die 4 darf da nicht stehen. 4 mal 100 ist 400. Ne? Also ab da wäre dann sozusagen zweistellig vorbei. Was ist 300... 386... Geht 386 durch 4? Nein. Weil 86 nicht durch 4 geht.
386, Quersumme ist 17. Nee, das ist alles Müll. Aber es kann ja auch sein, dass... Oh, es könnte halt auch sein, dass sogar eine Zahl vorkommt, die ich noch nicht habe. Dass vielleicht die 7 sogar vorkommt und irgendeine Zahl ist durch 7 teilbar oder so. Alter, das ist verrückt. Ich krieg mit den Zahlen, die ich habe, nichts mehr hin. Ich krieg mit den Zahlen, die ich habe, nichts mehr hin. Ich glaube, ich muss es diesmal abbrechen, das Nördel. Ich weiß nicht, wie ich weiß nicht, was ich noch, also ich stehe komplett auf dem Schlauch. Ich habe auch die 1 noch nicht ver... Warte. Ich baue ja immer nur... Oh nein. Ich baue ja immer nur mit dem, was hier ist. Es könnte ja die 1 auch noch vorkommen. Ne? Wir könnten ja sowas haben wie... Weiß ich nicht. 144. Geteilt. Nee, das ist zu klein. Nee, das ist zu klein. Das ist zu klein. Das ist zu klein. Aaron darf da gar nicht stehen. Ich lerne das nicht, ne? Ich lerne das auch nicht. Ich lerne das nie. 134. Kann ich 134 durch 4 teilen? Nee, kann ich nicht. 136. Könnte ich durch 4 teilen? Ist aber alles, ist alles Müll, was ich hier mache. Ist alles Müll. Lass mal eine größere 100 bauen. 186. So. Geht die durch 4? Nee, geht nicht durch 4. Hatte ich das nicht gerade schon? 168 würde nicht gehen, wäre nicht erlaubt. Ach, es ist doch... Okay, 600... Was ist jetzt mit 634? Geht die durch 8? Nee, 640 würde durch 8 gehen und 634 ist nicht 8 weniger. Okay, geht die durch 6? Quersumme ist 13. Nein, die geht nicht durch 6. Geht die durch 7? Nee, die geht nicht durch 7. Okay, keine 634. Ich weiß halt nicht mehr, ob diese Idee, die ich habe, richtig ist. So, das ist das Problem. Weil der Punkt ist, wenn ich es so baue, wie ich es jetzt bauen möchte, dreistellig durch einstellig ist gleich zweistellig, ich habe dann noch eine Zahl zur Verfügung.
die ich vielleicht noch nicht benutzt habe. Und das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Okay. So, 639. Könnte man teilen. Nee. 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 Bringt mir nichts. Sechshundertsiebenunddreißig könnte man teilen. Aber das wäre jetzt durch neun und. Ach Quatsch, durch neun. Nee, nicht durch neun, durch sieben. Nee. 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 Boah, Leute, es ist, ich weiß nicht, was ich machen soll. 986. Nee. 8 wäre ja das Kleinste, durch was ich teilen müsste, und 8 mal 100 ist ja schon 800. Geht nicht. Okay, lass mal was mit 600 bauen. Habe ich das schon gemacht? Ich habe keine Ahnung. 634. Ich glaube, das hatten wir gerade schon, ne? Ich glaube, irgend sowas hatten wir gerade schon. Alter, es ist doch unfassbar. Leute, ich habe literally keine Ahnung mehr. Ich muss mir jetzt irgendwie helfen lassen hier. Wie kann man sich denn hier jetzt am besten helfen lassen? Ich muss jetzt rausfinden, ob die 1, die 7 und die 9 vorkommen oder nicht. So, 17. Und ich muss okay, ich finde jetzt raus, ob meine Theorie stimmt. Ob das ein geteilt an der Stelle ist. Indem wir jetzt halt Zahlen nehmen, die halt, ja, jetzt nicht ganz passen. Das ist jetzt geschenkt. 197. Ne, das ist eine ganz schlechte Zahl. 136. Nee, geht auch nicht. Mein Gott. Da bin ich lost. Warte. Ah ja, 186 durch 3 ist gleich 186 durch 3. 180 durch 3 ist 60. Ja, es wäre 62. So, das, nee, zwei. Doch, ja. Ist jetzt völliger Blödsinn, ne, weil sogar die 2 ja ausgeschlossen ist. Ich will aber wissen, ob der Aufbau passt. Der freaking Aufbau passt einfach.
Okay. Es ist wirklich so ein Auf. Ey, ich. Ach, Leute. Okay, wir haben eine 8 an dieser Stelle. Wir haben eine 8 an dieser Stelle. Die 1 ist jetzt raus. Cool. Es gibt keine zweite 6. Es gibt keine 1. Das heißt, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zahlen und da oben sind 5 Zahlen bekannt. Ich habe eine Zahl, die zusätzlich noch dazu kommt. Es kann eine doppelte Zahl sein. Es darf aber nicht nochmal die 3 sein. Es könnte ein drittes Mal die 4 sein. Es könnte aber auch ein zweites Mal die 8 sein. Ein zweites Mal die 6 ist es nicht. Oder halt die 7 oder die 9. Oh Gott, Leute. So, jetzt wissen wir aber. Wir dürfen ja nicht mit 8 starten. Also starten jetzt mal mit 6, 8. So. Ist das von Dings? Wie heißt es? Ach nee, nee, ist Animal Crossing, never mind. Mr. Rossetti, ich habe an was anderes gedacht. So, 684. Durch welche Zahl kann ich das denn teilen? Von den Zahlen, die ich da habe. Durch 7 geht es schon mal nicht. Durch 9 würde die gehen. Was wäre die durch 9? Hatten wir das nicht vorhin schon mal? Es ist so schlimm, ne? Es ist so schlimm. Also. 630 durch 9. Wäre es 70? Wäre es 76, aber eine zweite 6 kommt nicht vor. Also nein. Die ist nein. Diese Kombination ist nein. Ist doch scheiße. Ist doch scheiße. Lass die 4 nochmal vorne hinstellen. So, 4, 8. Jetzt keine 6. Also 4, 8 weiß ich nicht. Kann ja eine Zahl sein, die wir noch nicht haben. Warte, 4 und 8 sind 12. Ja, aber die 6 darf ich ja gerade nicht. Alter. Alter. Vier, acht. Ah, wir brauchen noch eine zweite vier. Lass mal 484 bauen. So, 484. Kann ich nicht durch 8 teilen. Durch 3 ist egal, ob es gehen will, geht aber eh nicht.
Nee, durch. Nee. Durch 7 geht die auch nicht. Die kann ich durch nichts teilen, was ich zur Verfügung habe, also geht nicht. Drei, acht. 384. Geht die durch 7? Nee, aber die würde durch 6 gehen. Die würde durch 6 gehen. 360. Durch 6 ist 6. Mann, das wäre 64 und ich darf keine zweite 6 haben. Und es wäre jetzt eh keine 8er. Alter, nee, doch, die 8 wäre dabei. Die 8 hätte ich drin. Aber keine zweite 4. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Es tut mir leid. Ich muss jetzt mal ein paar Sachen noch festlegen. Ich muss jetzt rausfinden, ob die 7 und die 9 dabei ist. Dazu bauen wir jetzt auch einfach irgendeinen Blödsinn. 7 plus 9 ist 16. Alter, so lange habe ich noch nie an einem Nördel gesessen. Es ist furchtbar. Okay, ganz ehrlich, ist mir jetzt egal. Ich baue jetzt irgendeinen Blödsinn. 7 plus 9. Sieben plus 9 ist 16. Geteilt durch 4. Ich will nämlich wissen, ob die 4 dahin kann. Ist gleich 0,4. So, ist mir egal. Ist mir gerade scheiße. Ach nee, so kann ich das ja nicht bauen. Es ist ja keine Klammer um die 7 plus 9. Scheiße. Aber wie mache ich denn das? Dann kann ich das so nicht machen. Und das würde jetzt sagen, das passt nicht. Ja, klar. Ah, das ist doch scheiße. Ich kann keine Klammern setzen. Okay, dann machen wir halt 4 mal 4. Nee, ich will ja die 9 testen. Alter, 4 mal 9, so ist 36 durch 4. Ich muss ein paar Vierer finden. Es kommen ja Vierer vor, das ist ja der Punkt. Also 4 mal 9 ist 36, durch 4 ist 09. So, I don't care. Ich care überhaupt nicht mehr. Okay, wir teilen durch 4. Wir teilen irgendwas durch 4. So, das hat jetzt gerade viel gebracht und die 9 kommt vor. Wir teilen durch 4. Das bedeutet, dadurch, dass eine zweistellige Zahl hinten rauskommen muss, bedeutet das, diese Zahl, durch die ich teile, muss kleiner sein als 400. Obviously. Ja? Alter. Sie muss auch kleiner sein als 396, weil 4 mal 99 nicht möglich ist. So. Das heißt, wir wissen ja schon, die 8 kann nicht vorne sein. Wir wissen jetzt auch, die 6 darf nicht vorne sein. Die 4 darf auch nicht vorne sein, offensichtlich. Also muss die 3 vorne sein. Weil jetzt haben wir alle Zahlen. Jetzt haben wir alle Zahlen. Jetzt haben wir auch die 9. Und die 9 kann auch nicht vorne sein. Also muss die 3 vorne sein. Jetzt muss die 8 kommen. Und jetzt muss ich eine Zahl finden, sodass es durch 4 teilbar ist. Das kann jetzt nur die 4 selbst sein, 384. Oder die 8 sein, aber die 8 kann gar nicht mehr doppelt vorkommen. Ne, die 8 kann gar nicht mehr doppelt vorkommen. Also muss es die zweite 4 sein, die ich ja noch brauche. Also haben wir jetzt 384 geteilt durch 4.
Und da kommt jetzt raus 360 durch 4 ist 90. Also es muss ja 96, es ist 96. Alter. Das war das... Ey, ich glaube, ich habe eine halbe Stunde an diesem Nörtel gesessen. Habt ihr bei dem Nörtel auch so Probleme gehabt? Oder war... Ja, also... Wahnsinn. Wahnsinn. Lass uns noch kurz ein Land suchen. Was war mein Anfangsbuchstabe? Das K. Okay. Dann machen wir Kamerun. Oh, wobei schreibt man Kamerun jetzt im Englischen mit C oder mit K? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Okay, kein Kamerun. Was schreibt man denn mit K auch im Internationalen? Ich glaube, das sind gar nicht so viele Länder. Welche Länder schreibt man mit K? Mir fällt kein Land ein, was man mit K schreibt. Mir fällt kein Land ein, was man mit K schreibt. Okay, lasst mich Kamerun nehmen, weil das schreibt man halt im Deutschen mit K, aber so nicht. Ey, wie schreibt man Kamerun? Okay, so schreibt man Kamerun. Oh, mit zwei O. Interessant. Hätte ich niemals gemacht. Interessant, interessant. So, mir fällt nichts mit K ein. Das ist ja crazy. Okay, lasst mich Germany nehmen. Ist jetzt, ich will. Ist wurscht. Nix. USA. Nix. Kanada. Ah ne, das wäre ja hier gleich drüber. Japan. Okay, jetzt sind wir ein bisschen bunter. China. Jetzt sind wir ordentlich bunt. Mongolei. Da sind wir nicht mehr so bunt. Okay, Thailand. Sind wir auch ordentlich bunt. Vietnam. Immer noch bunt. Laos. Bam. Okay, gut. Gut, das war doch mal machbar. Okay, sollen wir noch irgendwas... Ich hab ehrlich gesagt keine Lust mehr jetzt, ne? Also, wir haben das Quintessential kennengelernt. Das war cool. Nördel war auch super. Nee, Leute, es sind schon wieder 50 Minuten meines Tages jetzt weg. Geht nicht. Ich muss aufhören. Es tut mir leid. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.